Hallo und herzlich willkommen zu Stimmbruch, der Film zum Spiel zur Serie. Wie schön, dass du da bist. Ja. Unsere Silbermine im Iwami Ginzan wird von Dämonen und Monstern heimgesucht. Und da kommen wir ins Spiel. Können wir die Mine reinigen? Und ich denke mal, die Antwort ist ziemlich offensichtlich. Nein, natürlich nicht. Bin ja kein Minenarbeiter. Iwami Ginzan ist die größte Silbermine in ganz Japan. Ihr Silber erzielt aufgrund seiner hohen Qualität hervorragende Preise, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen. Durch diesen Reichtum ist die Mine jedoch auch ein begehrtes Ziel anderer Kriegsherren. Und die Position von Eingang, Ausgang und inneren Kammern wird streng geheim gehalten. Mit der Zeit hat der Mori-Clan seine Anstrengungen verstärkt und sich immer tiefer in den Schoß des Berges hineingegraben. Let's go. Tja, wenn wir hier so starten, kann ich mal eben meine Waffe vergiften, weil ich nicht lüfte. War jetzt nicht so mein Ziel und Zweck, aber egal. So, diese Dinger hier sorgen für frische Luft. Ich weiß, das klingt jetzt, wenn ich das erstmal so erzähle, total banal, wird aber relativ wichtig. Also merken, diese Dinger sorgen für frische Luft. So, da oben habe ich meine Gegengifte, das wird auch nochmal wichtig. Ach, wie wieder, ich sage, es klingt total banal. Ja, in gewisser Weise. Bin ich gerade doof? Ja, bin ich. Dann ist gut, solange ich doof bin, ist alles in Ordnung. So, diese Brücke da stürzt ein. Würde ich jetzt nicht wirklich viel drauf geben. Wenn ich ihr wärt. Bin ich aber nicht. Also ihr könnt auch mein Wort einfach dafür nehmen und da bestmöglich nicht reinlaufen. Oder eher drüber laufen. Das ist in dem Fall ja tatsächlich. Würde ich nicht machen. Ist nicht so gut. Habe ich hier einen. Also wie es aussieht, habe ich ein Schatzradar. Ich erinnere mich zwar nicht, sowas ausgerüstet zu haben, aber ich bin ja kein Freund von, beziehungsweise kein Feind von geschenkten Gaul ins Maul schauen. Ne? Wenn das Spiel sagt, yo, 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 hast du, dann sage ich, ja, habe ich. Und nicht, nee, das war aber so nicht von mir abgemacht. Das war jetzt irgendwie so. Egal. Da sind wir wieder bei dem Punkt, gesagt, getan, gegen Gift reinpacken und zack, umpeng. Thema gegessen. Das ist halt so der Grund, warum ich gesagt habe, ich mach's. Nee. Also warum ich mir meine Gegengifte ins Menü gepackt habe, weil ich weiß, dieses Level ist relativ giftig. Haha. Es war fast ein Wortwitz, aber halt nur fast. Deswegen nicht zu ernst nehmen, aber er war schon gut. Also ja, Ziel hier ist im Endeffekt, wie ihr seht, mit diesem Lüfter entfernen wir das Gift aus den unteren Ebenen. Sobald das Gift aus der unteren Ebene verschwunden ist, können wir darunter und uns von Gegnern vernichten lassen. Nein, können diese Steine hier vernichten. Am besten sich natürlich nicht komplett vergiften lassen, aber naja. Dann sagt euch halt hier der Vollblutprofi, der sich sowieso alle 2 Sekunden vergiften lässt. Also, kann ja jetzt schlecht sagen, ja, aber ich lasse mich ja nie vergiften. Weil ich euch ja gesagt habe, ihr solltet darauf achten. Nein, aber sobald ihr so einen Stein vernichtet habt, ist das Gift erstmal Geschichte. Ne? Ihr habt dann freie Bahn hier, könnt erkunden, könnt gucken, ob ihr hier irgendwo Kodamas findet. All das gute Zeugs eben. Ne? Warum aus dem Boden so ein Stück? Weiß ich nicht, ist aber auch nicht schlimm.
Hauptsache, die Gegner sind tot. Ist so meine Devise in dem Fall. Aber ja. Schatzradar. Ich erinnere mich nicht mehr, welches Rüstungsstückchen von mir das gerade macht, aber... Sind wir wieder bei demselben Thema, wie schon zuvor gesagt. Es ist ein Geschenk. Dieses Geschenk werde ich nicht ablehnen. So, ja, mal Kodama Nummer Uno. Ne, Kleiner, da hinten musst du lang. Alles klar, tschüssi. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz so höflich, wie ich vielleicht sein könnte, aber naja. Irgendwas habe ich da drüben aufgeweckt. Ach, natürlich habe ich aufgeweckt. Ich habe schon gedacht, ich habe da auch Schritte gehört. Ich muss mich echt mal an das Moveset der Doppelschwerter gewöhnen, muss ich zugeben. Ich habe dafür echt noch kein Gefühl. Ich meine, ich gewinne die Kämpfe irgendwo immer noch mit brutaler, einseitiger Gewalt meinerseits. Ja, das wird auch wahrscheinlich länger so bleiben, dass ich das so machen kann. Aber, naja, das ist halt irgendwo auch nicht so eine Ware, ne? Irgendwann kommt da der Moment, wo ihr sehen wollt, dass ich irgendwas mit Skill mache und... Naja, momentan ist da von Skill halt nicht so viel zu sehen, mehr so vom... Der Typ drückt ja ständig nur Viereck. Kann der mal aufhören, Viereck zu drücken? Goddammit, drückt der auf Viereck. Ungefähr so. Das jetzt getroffen hat, weiß ich nicht. Aber ist egal. Punkt ist auch hier wieder. Wir sabbern das Gift weg. Ja, wir sabbern das Gift weg. Ne? Wir machen nichts anderes damit. Wir sabbern es weg. Und können dann gucken gehen, wo kommt das Gift überhaupt her. Ist so in dem Moment das erste Ziel, was ihr immer haben solltet. Erstmal gucken. Ihr habt das Gift weg. Und dann können wir weiter drüber reden, andere Dinge zu tun. So ungefähr, meine Herren. Das hat viel zu lange gedauert, muss ich zugeben. Allerdings, wie ihr seht, kommt da immer noch Gift raus. Oder sah, ne, sah nur so aus. Alles klar. Wie ihr seht, bilde ich mir Dinge ein. Aber lasst das mal meine Sorge sein. Wenn ich mir Dinge einbilden möchte, dann kann ich das machen. Ich bin professioneller Einbilder. Ach man, das ist so eine Sackgasse vom Gerede her. Da schaufel ich mir nur ein eigenes Grab. Nein, mir geht es darum, ich habe mir eingebildet, da käme gerade Nebel, Kartendings, ist also alles in Ordnung. Alles gut. Mehr wollte ich eigentlich nicht gesagt haben, aber... Genau, ihr seht, hier ist wieder der Eingang. Sprich, ihr wärt hier runtergekommen und hättet sofort erstmal Gift abgekriegt, deswegen haben wir den anderen Weg genommen. Theoretisch könnt ihr aber auch da reinrennen. Das interessiert im Endeffekt sowieso keinen. Kann man ja auch mal so gesagt haben, weil es die Wahrheit. Ja, das war ja einfach. Sorry. Und Ende Banane. Mein kleiner gehörter Freund. For I defeated you. Problem mit diesem Level ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo die Kodamas sind. Ist jetzt nicht weiter wichtig, weil wusste ich ja meistens eh nicht, aber naja. Und Fun Fact, so wie ich das sehe nach Gesprächen über das Spiel selber, war damals meine Version tatsächlich gebuggt in dem Sinne. Ich werde mal sehen, wie das jetzt diesmal läuft und
darauf hinweisen, was ich meine. Au. Naja, so wie es rüberkommt, war mein Spiel damals Fakt. Aber das macht ja nichts. Ja, das ist das Schöne, ihr könnt euch relativ gut retten, wenn ihr mal fallen solltet. Es gibt ja extra diesen Fallmodus, sag ich mal. Komme ich da jetzt hin? Ne, so nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich da so irgendwie drauf muss. Aber wie genau ich da drauf kommen kann, keine Ahnung. Wahrscheinlich tatsächlich eher so. Zack. Nein. Ich habe das einmal geschafft. Und ich werde es wieder schaffen. Kann sich halt nur um Stunden handeln, wenn ich das hier mache. So, so und so. Jawohl. Es ist ein richtig blödes, penibles Ding. Finde ich jetzt. Allerdings habt ihr hier eine heiße Quelle. Aber abgesehen von der heißen Quelle, habt ihr hier auch Schatz. Ne, ein Gift am Anhänger. Dazu einen weiteren Kodama. Ist also schon gar nicht so blöde, da hochzukommen. Ist halt meiner Meinung nach nur eine Sache von diesen Sprung schaffen. Ich mag ihn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Sprung kann ich nicht leiden. Ich glaube, da bin ich fürs Erste nicht fertig. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, aber... Ne? Kann doch gut sein. Ist, wie gesagt, ein Weilchen her. Jetzt nicht, dass ich das LP gemacht habe, das auch. Ja, um Gottes Willen, aber... Was ich halt meine, ist mehr, dass ich... zwischen den Leveln schon nicht mehr unbedingt so eine geistige Verbindung habe. Ne. Okay. Vollstreckert. Denn ich bin voll geübt in Vollstreckern. Hier, yeah, kleine Holzbäckchen da raus, weg damit. Schon steht man wieder voll in der Blüte des... Ach ne, ist gar kein Gift. Ha. Ich hab gedacht, der wird nicht mehr vergiftet. Ich hätte auf die hohe Haltung umschalten können. Ja, ich sage ja, irgendwann spiele ich mal Spiele, wie sie richtig gespielt werden sollen. So, wie ihr seht, kommen wir hier oben wieder raus. Nur damit ihr so ein ungefähres Gefühl für das Level-Design hier bekommt. Da wir wieder rechtzeitig hergekommen sind, ursprünglich mal, kommen wir halt da oben wieder raus. So. Haben jetzt zwei Varianten natürlich auch noch hier. Weil ist ja nicht so, als würde uns irgendwann langweilig werden. Ne? Oder sollte uns mal langweilig werden. Weil wir wieder hier sind, zudem. Alles miteinander verbunden. Das ist der große Kreis des Lebens, Simba. Ja, oder in unserem Fall eben der große Kreis des Drumherumlaufens. Was soll ich sagen, das ist eben. Unten herrscht immer noch Gift. Will ich nur mal angemerkt haben. Und hier drin ein kleiner Kodama. Der sich jetzt versteckt hat, weil ich das alles mit dem Schwert kaputt gemacht habe, aber... Wieder ein paar Killer-Fledermäuse. Ja,
Da unten erwartet uns der sichere Tod, soweit ich mich erinnere. Also wollt ihr euch vielleicht die Sache überlegen mit runterspringen und so? Raikiri ist immer noch besser. Doppelschwerter. Immerhin schon wieder ein kleines Upgrade. Genauso wie mit meinem Langbogen. Immerhin. Ich sage immer ein kleines Upgrade hier und da, dann passt das schon. Ja, man darf ja nicht zu viel fordern, sag ich mal. Ne, immer in Maßen, immer in Maßen. Maßen. Das ist, glaube ich, alles Silber hier. Mein Gott. Und hier einer dieser Feuerrädchen. Heinis, Zampanos. Okay, ich weiß nicht, wer mich da hinten ist. Au. Das ist jetzt so das Nonplusultra von richtig blöde Entscheidung getroffen. Damit meine ich im Endeffekt mich. Weil mich hat niemand dazu gezwungen, jetzt hier unten zu sein, unbedingt, sage ich jetzt mal zumindest so nett ausgedrückt. Aber, naja, man will ja auch eigentlich nicht sein. Wir machen es also jetzt so ein bisschen in diesem Berserker-Modus. Ne? Ich glaube, der Situation recht angemessen. Damit wir bloß nicht nochmal irgendwo irgendwas doppelt und dreifach machen müssen. Aber im Endeffekt kann man das Ganze auch in schön machen. Okay? Okay. Also nicht, dass mir jemand irgendwann mal sagt, ja, also ich habe das so gemacht wie du und bin gestorben. Ja, nein, macht es nicht so wie ich. Macht es in schön. Sind wir uns alle einig, das ist gut. So, jetzt haben wir natürlich, dadurch, dass ich ich nenne es mal jetzt liebevoll den Trottelweg genommen habe, haben wir das Gift unten schon mal entfernt. Das ist gut, denn da unten geht es tatsächlich weiter. Wichtig ist allerdings der Typ hier. Denn mit diesem Schlüssel kommen wir hier lang, wo wir auch lang müssen. Deswegen, das ist schon ganz gut so. Hier ist Mitama Nummer 4. Ich hoffe, ich habe es auch alle in Reihenfolge bisher, aber hey, das ist eine Mine und in diesen Minen verirre ich mich gerne. Ah ja, alles gleich was. Sieht's. Hoppa. Handkantenschlag auf meinen Controller ausgeführt. Nicht unbedingt das, was man machen sollte, während man spielt, aber was ist das hier? Nuka-Cola, weil du es dir wert bist. Ja, mein Nuka-Cola-Controller hier. Und nein, er besteht nicht aus Nuka-Cola, ist auch nicht gesponsert von Fallout, ist kein spezieller Fallout-Controller, es ist einfach nur ein Controller mit Fallout-Design. Okay, cool, dass wir darüber geredet haben. Meine Konsole sieht übrigens genauso aus. Nuka-Cola. L'Oreal Paris oder so ähnlich. Meine da oben war nichts mehr, aber wenn ich schon dabei bin, dann kann ich immer eben schnell gucken. Das Level hier ist übrigens tatsächlich nicht allzu lang. Also wenn man weiß, was man tut und seien wir mal ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich tue, dann ist das nicht allzu lang. Nee, hier oben ist nichts. Okay. Aber man kann ja einmal sicher gehen. Hier wäre aber allerdings das Ding gewesen, mit dem ich hier den Giftnebel ausschalten könnte, aber naja. Ne, haben wir drüber geredet, existiert. Muss man nicht unbedingt nutzen. Kann man aber. Verwende Amrita, um Amrita Dinge zu tun. Amrita, Rita. Wenn ich an jedem Schrein ungefähr eins davon erhöhen kann, bin ich zumindest sehr gut dabei eigentlich. Aber naja. Man merkt ja, mittlerweile brauche ich schon so ein bisschen mehr. Jetzt habe ich nichts. Alles außer Geist auf 5 ist schon mal was Gutes. Kodama-Segen erhalten. Wir erhalten mehr Amrita. Ist immer gut. Also ist meine Devise. Wie gesagt, das muss jeder von euch wissen. 52 Elixiere unten im Lagerchen. Das ist schon mal auf dem richtigen Weg. Sagen wir es mal so.
Könnte alles deutlich schlimmer sein. Ich bin eigentlich ziemlich gut auf dem Weg hier, vernünftig was zu machen. Wie jetzt? So ging das daneben. Willst du mich verarschen? Du blöder Sack. Bin ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen immer, ich sag mal, no shits given. Ja, ich brenne gerade, aber hey, der Gegner ist tot. Zum einen, ja, wäre natürlich besser, wenn ich nicht mich mit anzünden würde. Aber drauf geschissen. Auch hier wieder, falls ihr euch wundern solltet, ja, diese Brücke wird einstürzen. Da geht's zum Boss, aber diese Brücke wird einstürzen. Punkt. Sollte eigentlich reichen, wenn ich das sage als Wort der Warnung, aber naja. Aber ja, ist schön, dass man jetzt schon zum Boss könnte. Von der Idee her. Praktisch gesehen wird da halt nichts draus, aber theoretisch, da geht's zum Boss, da kann man lang. Für uns ist erstmal wichtig, hier das Gift zu entfernen. Wo ich jetzt, weil ich die Kurve nicht schnell genug gedrückt habe, erstmal direkt mit werde. Hinabsteigen. Hier jetzt bitte aufpassen, hier gibt es Löcher und diese Löcher sind das, was sie versprechen, eben Löcher. Aua. Okay, ich weiß nicht, wie der andere jetzt davon getroffen wurde, aber. Was tot ist, ist tot. Ich glaube, wir haben das geschafft, was wir zu schaffen haben in dem Sinne. Also gifttechnisch mäßig. Das ist ja schon mal was. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich habe gelogen. Und habe dafür bezahlt, indem ich vergiftet wurde. Na ja, gut. Also nochmal entlüften. Wie man es halt zu Hause gelernt hat. Ne? Fenster aufmachen und die ganze böse, doofe Luft raus und die gute Luft rein. Ja, jetzt muss ich gucken, wo dieser blöde Stein war. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung mehr. Hier geht es mir damit nach weiter. Da ist er doch. Wenn ich schon dabei bin. Wir da auch so einen netten Herrn haben. Machen wir den auch mal platt hier. Jawohl, ja. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Der springt, ich schlage. Das hat so ein bisschen so von... Wir haben uns alle lieb, aber könnten uns auch an die Gurgel gehen. Ah, das ist bestimmt nicht so schön. Wenn der Mann nicht mehr nach Hause kommt. Naja. Das war so früher, aber. Und Zeugen. Ich meine, er stand jetzt gerade so prädestiniert dafür, da konnte ich jetzt tatsächlich nicht anders. Was muss ich denn mal machen? Ne? Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, aber ich liebe diese Effekte. Allein das Ausweichen fühlt sich so gut an. Hier ist der Gang zu Ende, also... Naja. Ganz einfach. Dann wechseln wir mal die Waffe. Okay. Ja gut, der rennt hier auch noch rum. Ja.
schon sagen, ich hätte ja eher damit gerechnet, dass ich ihn schon einmal da getroffen hätte, aber nö. So ist das schön. Direkt mit einem Schlag beide komischen Felder erlegt. Und zu früh wieder reingelaufen. Typisch. Kami, mach doch mal die Augen auf. Jetzt habe ich aber, glaube ich, immer noch erst 4 Kodamas oder so. Ich sehe das schon wieder kommen, dass mir am Ende welche fehlen werden und ich nochmal nachgucken muss, wo genau ich wieder welche vergessen habe. Ich sehe es kommen. Das war auch eins dieser ersten Gebiete, in denen ich das mal versucht habe zu machen. Und dadurch, dass die sehr, sehr... ich nenne es mal interessante Verstecke hatten, bin ich nicht drauf gekommen. Bin ich einfach nicht drauf gekommen, wo die sein sollen. Mittlerweile, ja, jetzt geht's, aber davor, ja. Da hat man sich ja dann angeguckt und hat gedacht, was soll das denn? Wie soll man da drauf kommen? Genau, Abkürzung darunter. Na, da zum Beispiel. Ich meine, ja, klar, es ist eine offensichtlich offene Höhle. Aber ist mir nie aufgefallen, bin ich nicht hingegangen. Ne, das sind so Sachen... wundere ich mich in gewisser Weise zwar tatsächlich auch über mich selbst, aber es ist so einfach und trotzdem so genial. Sage ich jetzt mal so. Damit wäre er Nummer 5. Wenn ich halt jetzt nicht komplett plemplem bin und völligen Bullshit gezählt habe, würde mich ja auch nicht wundern. Das ist ja leider auch so eine Tatsache, aber müsste Nummer 5 gewesen sein. Also würden 3 fehlen und das ist... ja, 3 ist schon wieder so eine Zahl, die geht mir irgendwie an die Nieren, wenn man so möchte. Ich würde hier vorsichtig sein, weil... genau, weil Spiel hasst uns. Spiel sagt, guck mal, da ist ein Spielkamerad und ich denke mir so, den Spielkameraden kannst du aber halt, den will ich nicht. Gut, Spiel sagt dann natürlich wieder, ist mir egal, ob du ihn jetzt haben willst oder nicht, du nimmst ihn jetzt, du bist froh darüber. Sagen wir mal ehrlich, froh darüber sind wir nicht. Aber, was will man machen, man nimmt halt das, was da so ankommt. So, hier haben wir damals den Typen getötet. Hier zu unserer Rechten, hier rein. Hier geht's zum Boss. Allerdings kann man hier noch... ich würde jetzt gerne sagen, hier können wir noch ein bisschen ganz viel Spaß haben. Das jetzt weniger, aber... man hat hier halt noch diese Abkürzung, die man freischalten kann. Darfst du den jetzt echt zweimal? Das hatte ich mich schon bei den anderen gerade gefragt. Weil er jedes Mal da so gelegen hat, aber... dass ich echt zweimal diesen Angriff einfach machen darf, meine... ist halt sehr gnädig vom Spiel, sagen wir es mal so. Ja. Da steht der Kombi jetzt wieder und denkt sich... well, fuck. Nach Abrita gespürt, das ist das, ja. Ich habe zufällig nicht irgendwie hier so ein unbegrenztes Elixier unter Umständen, naja. Sieht nicht so aus, dass ich... doch, Kodama-Gespür, wunderbar. Ich weiß, das klingt jetzt blöde, Kodama-Gespür als solches. Aber jetzt haben wir halt Schatzgespür und Kodama-Gespür. Aber mit diesem Kodama-Gespür sollten wir jetzt den Rest noch finden können. Zu meiner Ding. Ah, hier in der Ecke. Jawohl.
Das müsste Kodama Nummer 7 gewesen sein. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir relativ zügig nochmal Kodama Nummer 8 finden. Wobei ich ja ein... Ich hoffe mal noch als einer der guten LP erzähle und deswegen einfach den Cut machen. Wir sehen uns gleich an der Fundstelle des letzten Kodamas. Bis gleich. Okay, da wären wir schon. Da haben wir ihn. Relativ zügig, muss ich zugeben. Einfach hier unten. Die Grube müsste noch bekannt sein. Das war nicht meine letzte. Hab ich mich so sehr verzählt. Oh Gott, was will. Aber ja, hier ist Kodama Nummer. Was ist denn das jetzt? 7? 8? Ich habe schon nicht mal mitgezählt. Den anderen Film war auch noch. Und da haben wir auch schon den letzten der Kodamas. Hoffe ich doch jetzt mal wirklich. Ohne Scheiß bist du der letzte. Danke, kleiner Mann. Ja, da feile ich die ganze Zeit an diesem blöden Sprung und hier oben ist der Kodama selber am Warten. Naja. Hat sie bestimmt auch gedacht, der hat mich doch nicht vergessen, oder? Der kommt doch bestimmt und holt mich. Dementsprechend, flitzen wir jetzt zum Boss. Denn jetzt haben wir sogar eine heiße Quelle auf unserer Seite. Also, was soll jetzt noch schief gehen? Mal ehrlich. Klar, ich musste jetzt ein paar Gegner hier auf dem Weg platt machen, weil wir nicht mehr hier waren ursprünglich, aber was soll's? Also was heißt nicht mehr hier waren? Was ich damit meine ist, wir haben einen ganzen Weg zurückgelegt und da halt gespeichert. In dem Moment, wo wir speichern, respawnen die Gegner, das habe ich ja schon mal erwähnt. Kommt dann halt nicht so gut. Ja, also diesmal sieht es besser aus. Also schlechter für mich, aber besser für euch. Ja. Das ist der große Tausendfüßler. Und mal ganz ehrlich, der große Tausendfüßler ist relativ interessant, sag ich jetzt mal so. Allerdings jetzt auch kein Gegner, den ich wirklich fürchte oder was. Ja, ich werde hier ständig vergiftet. Und ja, eigentlich soll ich nach oben rennen. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich sollte nach oben rennen und hier das Giftgas entfernen. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir halt jedes Mal bisher egal gewesen. Was ich allerdings tun sollte, ist mich heilen. Das ist jetzt weniger gut gewesen von mir, aber... Wow. In Erdlöcher schubsen sollte ich mich halt auch nicht. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte eigentlich... Komm einfach mit dem Menü oder kam gerade nicht mit dem Menü klar. Ist meine Entschuldigung. Ist auch ernst gemeint, weil ich wie so ein Vollpfosten im Menü am Rumfummeln war. Dieses. Ah nein, muss diese Knöpfe hier drücken, damit ich auf die Gegengifte komme. Aber dann war ich auf die Gegengifte und bin wieder weg von den Kindern. War halt jetzt ein bisschen. Man könnte es die Panik nennen. Das wäre ja nicht mal unbedingt gelogen. Ja, jetzt sind wir paralysiert und stehen natürlich schon. Das Schöne ist, ich darf ja alles attackieren von ihm. Es ist egal, wo wir attackieren. Hauptsache, wir attackieren irgendwas. Und zerstören diese Steine, wenn es die
Not erfordert. Also ja, es ist halt... Soweit ich weiß, ist das nicht, wie der Bosskampf eigentlich funktionieren soll. Eigentlich muss ich... Wäre das wohl hier alles gefüllt mit Gas und ich müsste dafür sorgen, dass das Gift abgeführt wird, aber... Ja. Ihr seht ja, hier ist halt nichts. Wo nichts ist, kann ich auch nichts kaputt machen. Aua. Gut zugegeben, ich mache nicht so viel Schaden, wie ich das gerne hätte. Das muss ich auch zugeben. Aber, ja. Nein, das ist halt hier der 1000 Fuß. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Das ist nicht ein, ich patche meine Spiele nicht oder sowas, weil ich es tue. Deswegen, ich kann nicht sagen, daran wird es liegen oder sowas, aber naja, gut. Aua. Jetzt wäre ich fast wie so ein richtiges Genie in die Feuer, in die Grube einfach rein. Einfach rein da! Komm rein, wir haben Platz für alle! It's free for all! Ja, nee. Muss nicht sein. Ah, Feuer, Feuer kommt immer gut. Feuer ist eh mein Lieblingselement in diesem Spiel, ich weiß auch nicht warum. Außer natürlich, wenn es ein Feuerrad ist. Feuerräder hasse ich. Aber mal ehrlich, wer hasst sie nicht? Jeder, der sagt, er hasst sie nicht, gut. Aber ja, abgesehen davon ist das halt hier... Weiß ich nicht. Es ist halt ein großer 1000 Füßer, okay, klar, Will natürlich auch anmerken, das war jetzt kein ruhmreicher Kampf. Im Prinzip lief das eigentlich ziemlich bäh. Aber, weiß ich nicht, Brute Force funktioniert. Funktioniert immer wieder. Einfach drauf und dann passt das. Kommt ja nicht aus meiner Feder in dem Sinne. Danke dafür. Kein Ding, Bro. Okay, nein. Nein. Wenn du Unterstützung des Mori-Clans brauchst, solltest du Kobayakawa Hideaki aufsuchen. Trotz allem haben wir noch die Magatama des Feuers jetzt neu als Zwischenmission, sowie die drei zornigen Götter. Die drei zornigen Götter ist die Zwischenmission, in der ihr die anderen beiden Starter-Schutzgeister bekommen würdet, deswegen dazu später mehr. Unsere Hauptmission würde jetzt hier unten liegen. Der Ozean tost wieder. Aber ja, beim nächsten Mal starten wir mit den Nebenmissionen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie lang die sind, aber ich meine, die hier ist nicht allzu lang, genauso wenig wie die hier. Die sollten wir alle in einem Video unterkriegen. Und dementsprechend, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.